Hallo Community, ein neues Moin aus Lea. Wir haben ein neues LoRaWAN-Gerät, das möchten wir euch zeigen. Also, viel Spaß dabei. ELV, kompetent in Elektronik. Ja, Thomas, du hast wieder ein Produkt entwickelt und mir auch gleich mitgebracht. Ja. Nicht ganz neu, was wir da so machen. Also wir haben ähnliche Produkte bei unseren paar anderen Lösungen, aber halt eben im LoRa-Bereich jetzt halt noch nicht. Genau. Und darauf wollen wir jetzt eingehen. Nämlich, was du ja mitgebracht hast, ist, so würde ich das jetzt mal sehen, auch zweifach Temperatursensor, weil wir zwei Temperatursensoren hier liegen haben. Interpretiere ich jetzt einfach mal bildlich da rein. Ja, er hat vollkommen recht. Ja, wir haben hier ein neues ELV-Applikationsmodul aus dem LoRaWAN-Modulsystem. Genau. Dieses hier schimpft sich in der Kurzform ELV-Temp2, in der Langform ELV-Applikationsmodul Temperatur-Zweifach. Ja, das ist sehr lang, aber deswegen Temp 2 auch. Genau, und in diesem Fall können wir euch gar nicht so viel Tolles dazu berichten. Wir können gleich ein bisschen auf die Sensoren natürlich eingehen, aber erstmal ganz Kurzfassung dazu. Es kommt auf die LoRaBase, dazu haben wir ein Video. Es wird mit Spannungsversorgungsmodulen, Powermodulen versorgt, dazu haben wir ein Video. Es ist ein Applikationsmodul, dazu haben wir ein Video. Und ihr müsst eine spezielle Firmware aufflashen, dazu haben wir ein Video. Alles gerne in unserer Videobeschreibung nachlesen. Und jetzt sehen wir aber noch ein bisschen auf die technischen Daten von diesem Produkt ein, weil darum soll es ja gehen. Richtig, genau. Also, wir haben hier auf dem Applikationsmodul ein ADC-IC-Schritt drauf von TI, welcher halt eben die analoge Spannung aus unseren NTC-Sensoren ausliest, das Ganze wandelt und wir darüber dann, über eine Lookup-Table wird es intern gemacht, die Temperatur auslösen können, also auslesen können, nicht lösen. Und Vorteil ist einfach grundsätzlich, der Messchip hier drauf ist sehr robust, also den können wir halt eben so auch überall verwenden wiederum. Wir haben damit ein paar Tests gemacht. Die Weite, also die Temperaturbreite von unseren Sensoren liegt bei minus 50 bis plus 300, plus 100 Grad, nicht 300, 100 Grad. Und das wird halt eben dann hier auch ausgegeben, für jeden Kanal natürlich dementsprechend für seinen NTC-Sensor. Und was wir gleich mit rausliefern auch dann, ist die Differenztemperatur. In welche Richtung oder wechselbar? Nee, es ist in einer Richtung vorgegeben. Wir könnten es wechseln, aber es wäre ja bloß ein Vorzeichenwechsel. Nee, ist alles gut. Aber richtig. Also wir geben an einmal halt eben die Temperatur T1 von dem NTC Nummer 1, T2 von der Nummer 2 und T3 wäre dann die Differenz von 1 minus 2. Okay. Das nur mal als Info. Genau. Zusätzlich können wir auch einstellen, dann später in der Konfiguration für den Downlink, den man ja wieder machen kann. Auch dazu haben wir schon mal ein Video gemacht, wie man sowas macht, dass man sagen kann, ich habe Thresholds, also sogenannte Grenzschwellen, die man unter- oder überschreiten kann. Das heißt, für jede Temperatur, T1, T2, T3, können wir eine obere und eine untere Schwelle angeben. Und wenn die überschritten wird, sendet er auch automatisch dann azyklisch. Weil das Intervall, kennen wir ja, ist ja eingestellt, eine Minute, fünf Minuten, würde aber halt eben ein Threshold eingestellt werden, misst er alle 10 Sekunden und prüft. Und wenn dann eine Über- oder Unterschreitung ist, sendet er azyklisch was raus, plus ein sogenanntes Error-Bit-Field, was wir raussenden, damit man das auch noch direkt sehen kann, das, was passiert ist, nämlich eine Über- oder Unterschreitung. Ja, sehr interessantes Produkt. Wir können natürlich damit Vorlauf und Rücklauf überwachen, sehr einfach. Wir könnten zum Beispiel, ich habe bei mir das Promatic-Pendant, deswegen kann ich mit Promatic-IP-Pendant, kann ich ein bisschen überbrechen, ich mache damit meine Pool-Temperatur, also einmal im Wasser und einen habe ich neben dem Pool im Schatten liegen, damit ich meine Temperatur habe. Da benötige ich jetzt die Differenz nicht. Dazu vielleicht kleiner Hinweis. Das Produkt ist eigentlich nicht für Untertauchen im Wasser geeignet, kann euch aber aus der Erfahrung Praxis berichten, ein, zwei Saisons geht das Ding mit, meistens versagt es dann irgendwann, weil dann doch irgendwie Wasser eindringt oder kaputt ist, aber das ist kein Hexenwerk, das Produkt gibt es für 2 Euro und Keks, nagel ich nicht drauf fest, im Shop als Ersatzteil, dann tauscht ihr den Sensor aus und dann geht er wieder 2 Saisons mit, also deswegen, ja, eigentlich nicht für Wasser, Praxisbeispiel geht trotzdem. Ja, also deswegen, man muss nur weiß nur darauf hin, ihr werdet ihn ab und zu mal austauschen müssen, dass es immer 3 Saisons mitgeht, und, aber das Produkt ist eigentlich nicht vom Hersteller dafür spezifiziert, dauerhaft untergetaucht zu werden. Richtig. Das ist aber. Und was ich beim Rohr auch empfehlen kann, das ist auch ein kleiner Tipp aus der Praxis, ein bisschen Schmirgelpapier nehmen. Diese untere Verdickung, die könnt ihr ein bisschen wegschmirgeln. Das ist im Endeffekt nur ein Kragen, der hat keinen Sinn im Endeffekt. Das ist einfach nur, damit sie es leichter spritzen können. Und dann liegt das Ding nämlich auch wirklich flach an. Also man kann das ans Rohr sehr schön ein bisschen hier anschmirgeln, dass sie auf dieselbe Höhe wie der Sensor hier vorne kommt. Und dann mit dem Kabelbinder direkt ans
Rohr machen, habt ihr eine Top-Messung eurer Vorlauf- und Rücklauftemperatur am Kupferrohr. Und ansonsten wieder ein spannendes Produkt für LoRaWAN. Ja. Ich glaube, viel mehr können wir dazu nicht erzählen. Wir haben es nochmal für euch in die Nahaufnahme gepackt. Zeig mal kurz einmal was. Zeigen wir das nochmal ganz kurz. Hier nochmal halt eben der Aufbau. Wir haben halt eben unten unser klassische Base, dann darüber in der Mitte diesen Fall ist dann das LN03, also unser Power-Modul, ganz oben unser Applikationsmodul. Angeschlossen über zwei Schraubklemmen sind hier die beiden Temperatursensoren. Das war's auch schon. Wie gesagt, einmal die Firmware reinflashen mit dem Flasher-Tool, das Ding läuft. Genau, wir haben Gehäuse dafür, bieten wir auch im Zubehör immer an bei der Base und auch hierbei werden wir es ins Zubehör verlinken. Ihr findet das auch, hier haben wir auch in Videos vorgestellt. Und ansonsten soll es das in diesem Fall wieder gewesen sein. Den Fachbeitrag zu dem Ganzen werden wir euch auch in die Videobeschreibung passen. Denkt immer dran, alle Fachbeiträge sind kostenlos zum Download. Wir können es gerne nicht oft genug erwähnen, dass ihr da auch Lust zum Lesen bekommt. In der App, auf der Webseite, überall findet ihr die Fachbeiträge kostenlos. Das schon da in Summe kostenlos. Alle Fragen bitte in die Kommentare. Thomas und ich werden da immer mit den entsprechenden Fragen versorgt und werden euch die selber beantworten oder durch unsere Teams beantworten lassen. In diesem Sinne, viel Spaß weiter mit der Elektronik. Wir sind raus, der Thomas und der Thorsten. Bis dann. Ciao. ELV, kompetent in Elektronik.